Recht herzlich willkommen zur 176. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir haben da irgendwo so einen Fehlstart gehabt, den wir hier jetzt hier oben fliegen. Ne, da unten ist er gerade. Fliegen sehen. Der Dralo meinte, da können wir noch was raus machen. Wir können den Süd- oder Nordpol da besuchen und dieses Biom dann da noch abkriegen, sozusagen. Das können wir noch machen, denke ich. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das noch ein bisschen gesteuert kriegen. Also wir müssen erstmal den Flug übernehmen, ne? Sonst wird da sowieso nichts funktionieren. Gut, da sind wir auch schon. Dann gehen wir in eine Karte rein und dann würde ich sagen, müssen wir mal schauen. Wir sind da unten und fliegen jetzt wie rum. So. Ja, ne? Ne, wir fliegen so rum. Alles klar. Und würde ich sagen, machen wir mal hier noch ein Manöver gerade hin. Wo wir dann schauen, dass wir den vielleicht mal so ein bisschen weiter rüber kriegen. Dass wir auf jeden Fall da oben einigermaßen mittig kommen. So, ne? Das machen wir als erstes. Richten uns gerade aus. Da unten ist der Punkt, wo wir hin müssen. So ausgerichtet ist. Und ich glaube, spielt jetzt auch keine Rolle, ob wir das sofort machen oder etwas später machen. Das kommt jetzt schon passend darüber. Oder auch nicht. Ja. Wo sind wir denn? Hä? Das nochmal weg? Also das war unsere alte Bahn jetzt, oder was? Manöver hinzufügen. Klappt das dann? Ist das gleiche, ne? Passt einigermaßen den weg. Ist natürlich gerade da das passend, dass das nicht klappt mit dem Dingens, sag schon. Ja, jetzt müssen wir da rüber, dahin und dann müssen wir jetzt den Gegenschub noch machen. Retro-Ausrichtung. Ist das da? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee. So, wo sind wir denn? Da ist er. Okay. Ja, müssen wir mal schauen. Das ist jetzt in Flugrichtung. Okay, dann war das genau falsch rum. Wir müssen die Richtung. So, das ist Gegenrichtung.
So, und dann gehen wir wieder in die Karte rein. Schauen zu, dass wir den da erstmal anmachen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir ja da passend runterkommen, ne? Wir können schon mal gegenbrennen auf jeden Fall. Lassen wir mal. Da ist der Polar. Dann würde ich mal sagen, hier vorspulen. Vorspulen ist abgeschlossen. Ich habe dann immer so ein bisschen die Vermutung, dass ich hier vorne vorher runterkomme dann, ne? Das ist schlecht, oder? Deswegen spulen wir nochmal weiter vor. Und brennen dann darunter. Wegen dem Luftwiderstand und so, ne? 72 ist das. Da nochmal hin. So. Jetzt sind wir da im Endeffekt passend, ne? Und jetzt nochmal neu ausrichten. Ne, der ist falsch rum, andersrum. Da ist richtig. Retro ausrichten. So, jetzt ist passend. Und jetzt brennen wir das Ganze. Dann muss es ja hier unterhalb kommen, dass wir da gleich runterfliegen. Sollte funktionieren eigentlich, oder? Müssten wir hinkriegen, ne? Power haben wir genug. Kleiner. Müssen wir gleich wie ein Stein runterkommen. Ach so, ja, wir haben das Problem, ja, das können wir gar nicht leisten, ne? Fällt mir gerade so ein, ne? Weil wir verglühen ja dann, wenn wir senkrecht runtergehen. Oh, das ist nicht gut. Wir haben noch Höhe. Schnellstens wieder richtig rumdrehen. Das war jetzt keine gute Idee, die wir davor hatten, ne? Wie viel haben wir denn noch? Okay, wir sind noch hoch genug. Kriegen wir das noch wieder gerade hin? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir genug Sprit dabei, meine ich. Ach so, wäre auch sinnig so zu machen, ne? Dann kommen wir auch wirklich hoch, ne? Okay. Geht erstmal. Wir kommen jetzt zwar runter, aber das kriegen wir noch wieder geregelt, denke ich. Jetzt sind wir zwar in der Atmosphäre, aber das sollte noch funktionieren, ja. Ja, wir können eigentlich auch sogar umdrehen, ne? Wie viel Power haben wir denn noch? Reichlich. Stopp mal, jetzt ist was faul. Achso, das ist ja die. Ja. Wir kommen auf jeden Fall wieder hoch. Sind jetzt wieder im Weltall, alles ist gut. So, jetzt mal halt.
Jetzt müssen wir, glaube ich, bis da unten hin vorspulen. Bis dahin vorspulen und dann nochmal arbeiten. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie weit man das machen muss, ne? 17.000, das ist zu niedrig, glaube. Wir müssen noch ein bisschen höher das kriegen. Irgendwie war 33.000 angesagt, oder wie war das? Ich glaube ja, ne? Und dann muss das noch irgendwo. Ah, das ist noch ein bisschen zu weit davor vielleicht. Oder? Wir kommen hier in den Widerstand. Ja, das ist schlecht. Das ist noch zu schlecht. Wir müssen das Ganze irgendwie jetzt verschieben, ne? So, aber nicht. So, ne? Jetzt sehe ich das natürlich nicht mehr. Kriege ich den jetzt auch mal rein? Ja. Ich glaube, wir müssen noch weiter damit vor. Ne, so. So, und da müssen wir jetzt langsamer werden. Und dann müsste es eigentlich ganz gut funktionieren, oder? Gut, dann müssen wir jetzt ausrichten und schauen, dass es klappt. Und ich denke, wir können das schon so machen, oder? So, jetzt ist der wichtig. Der wandert darüber. Und kommt dann runter, oder? Ja. So. Jetzt müssen wir da irgendwo hin. Mach das Manöver mal jetzt weg. Da ist er jetzt ziemlich hoch. Irgendwie müssen wir jetzt ja noch die Höhe regulieren, ne? Wenn ich jetzt so mache, dann werde ich langsamer, dann komme ich wieder niedriger, aber dann kommt er wieder vor, oder? So, mal gucken. Nee, das ist dann schon einigermaßen gut. Ist die Frage, ob das 45 war oder 33. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Bisschen. Nee, ich glaube, das Biom ist schon das ganze Weiße, ne? Ja. Aber ich sag mal, die Folge ist zwar jetzt gerade erst mit 15 Minuten dran, aber ich lasse das erstmal so und warte auf eine Antwort von Drala oder Mordrak, die mir sagen können, ob das dann so passt oder nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel man hier haben muss, damit man passend runterkommt oder so. Keine Ahnung. Also,
erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.